Puzzleteile zusammensetzen, Teil 15, die Eliten, die gemäß Heiliger Schrift keine sind. Es steht geschrieben, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie selber, die Eliten, sagen ja von sich, sie seien Eliten und erhöhen sich somit selbst. Die Bibel ist wahr und sie kann nicht von diesen Eliten geschrieben worden sein, sonst hätten sie das sicher nicht so hineingeschrieben. Und auch nicht so oft. Nachfolgend die sehr aufschlussreiche Passage aus Matthäus 23, die Verse 1 bis 15. Da redete Jeschua zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was er euch sagt, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Bevor ich weiterlese, hier mal kurz eine Unterbrechung. Und zwar geht es um Vers 3. In Bezug auf Vers 3 ist in den gängigen Bibelausgaben tatsächlich Pfusch passiert. Des Rätsels Lösung finden wir im hebräischen Matthäusevangelium. Und dort steht folgendes: Die Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was er euch sagt, das haltet. Und das bedeutet, alles, was Moses sagt, soll man tun, aber nicht das, was die Pharisäer sagen. Und somit widerspricht auch Matthäus 23, Vers 3 nicht der Heiligen Schrift. So, und nun lese ich euch noch die Verse 8 bis 15 aus Matthäus 23. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Messias. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, der Messias. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Hier möchte ich noch mal kurz auf den Text eingehen. Und zwar Verse 13 bis 15 sind wirklich total interessant. In Vers 13 sagt Jeschua ihnen: Sie, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, verschließen das Reich der Himmel vor den Menschen. Sie selbst kommen nicht hinein und die hinein wollen, die lassen sie nicht hinein. In Bezug auf das Thema Selbsterhöhung und elitäres Verhalten finden wir zahlreiche weitere Bibeltexte. Zum Beispiel Markus 9, Vers 35. Und er, Jeschua, setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Jakobus 1, Verse 9 bis 10. Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe,
Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Des Weiteren geht sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament klar hervor, dass Jehova das geringste Volk erwählt hat und eben nicht das Größte und das Beste, auch nicht die Schönsten und die Schlausten. 1. Korinther 1, Verse 28 und 29. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Jehova erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Jehova rühme. 5. Mose, Kapitel 7, Verse 6 bis 7. Denn ein heiliges Volk bist du für Jehova, deinen Gott. Dich hat Jehova, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat Jehova sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Die Gnostiker, Kabbalisten und sogenannten selbsternannten Eliten sehnen sich nach dem himmlischen Jerusalem, und doch werden sie nicht hineinkommen. Nochmals lese ich euch Matthäus 23, die Verse 13 bis 15. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Eine Parallelstelle hierzu finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 15 bis 16. Diese haben auch den Herrn Jeschua und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Jehova nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Genauso wie sie damals schon verhindern wollten, dass die Jünger Jeschuas zu den Heiden reden, so werden auch YouTube-Kanäle wie der meinige in einen Shadowban versteckt. Nachfolgend ein kleiner Ausblick auf das wahre himmlische Jerusalem. Hierzu lese ich euch Jesaja 32, die Verse 1 bis 8. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren, und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein, und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen, und die Zunge der Stammelnden wird geläufig und verständlich reden. Der gemeine Mensch wird dann nicht mehr ein Edler heißen, und der Betrüger wird nicht mehr vornehm genannt werden. Denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit, und sein Herz bereitet Böses vor, indem er ruchlos handelt und Irreführendes ausspricht über Jehova, indem er die hungrige Seele leer lässt und dem Durstigen das Trinken verwehrt. Und der Betrüger wendet schlimme Mittel an. Er hat böse Anschläge im Sinn, um die Elenden durch erlogene Reden zugrunde zu richten, auch wenn der Arme sein Recht beweist. Aber der Edle hat Edles im Sinn, und er steht auch zu dem, was edel ist. Dies war ein kleiner Ausblick auf das wahre himmlische Jerusalem. Der gemeine Mensch wird dann nicht mehr ein Edler heißen. Wie freue ich mich doch auf diese Zeit!
Dieses Video endet hier. Fortsetzung, die letzte, folgt. In diesem letzten Teil werden wir uns das himmlische Jerusalem mal genauer betrachten.